Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück bei Kingdom Hearts 2. Ja, wir sind immer noch in Twilight Town unterwegs, doch irgendetwas hat sich verändert, denn plötzlich ist Roxas aus allen Erinnerungen und aus allen Köpfen der Leute verschwunden. Und irgendwie sind die Leute auch alle verschwunden und dafür sind diese weißen Gegner wieder da, wobei es jetzt auch noch wieder eine neue Variante davon gibt. Und wir wurden von diesem geheimnisvollen Diss zum Herrenhaus gerufen. Denn es ist jetzt wohl Zeit. Ah, fuck, 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 fuck. Oh, so. Die einen sind aber schon echt ein bisschen stärker, ne? Warte mal, die 5 Taler will ich auch noch mitnehmen. Wir haben nämlich schon 330 Taler nur damit verdient. Ja, ich habe offscreen ein bisschen noch trainiert, also ein Level abgemacht. Keine Sorge. Zu viel will ich ja auch nicht alleine machen. Gibt's hier noch Gegner? Na, komm schon. Hier sind bestimmt noch welche. Hier, komm mit. Da. Fuck. Ah. Okay, der eine ist weg. Cool, nice. Wieder voll geheilt. War nicht meine beste Leistung, aber egal. Das alte Herrenhaus. Don't call me and then lock me out. Oh, das Schwert kennen wir doch. Das Schwert hat doch Riku auch immer gehabt. Oh. Die sehen ja lustig aus. Guck mal, die waren doch vorhin bei dem einen... was heißt vorhin? Die waren doch bei dem, bei dem Boss. Waren die auch. Aber die sind inzwischen auch keine Gegner mehr für uns. High Potion. Nice. Von außen sieht das ja, da sieht das Haus ja wirklich ein bisschen aus wie das Schloss des Entfallens, ne? Und wir haben da ja auch gegen die, diese schwarzen Kuttenleute, wie hießen die nochmal hier? Also nicht wie die insgesamt heißen, das erfahren wir ja noch. Fexen und so. Oh, das war auch fürchterlich. Ich weiß noch, diese Kämpfe gegen Fexen und so. Oh, das war... Maluxia und Laxin. Gehen erstmal hier hin, ne? Warte mal, können auch hier lang, ne? Hier können wir doch auch rein. Hallo?
Ah, fuck, die geh mir auf den Sack. Okay. Ey, wir haben gleich noch ein Level-Up. Oh nein, noch zwei davon. Die sind auch nervig, ne? Wir hätten jetzt ein Level-Up kriegen können, aber leider ist der eine jetzt sehr verschwunden. Elfentuch, okay. Und Potion. Zeig mal her. Was haben wir denn da bekommen? Ein Elfentuch. Okay, das ist was. Erhöht die Abwehrkraft. Das ist ganz gut. Aber wir haben ja gerade den Champion Ward angelegt. Deswegen lassen wir das einfach mal. Hm, was ist das hier? Ach, das ist das Zimmer. Das sieht auch wie, aus wie das Zimmer, wo Namini damals auch drin war, im Schloss des Entfallens. Your mind's made up? Why did the Keyblade choose me? I have to know. You can't turn on the organization! Was für eine Organisation ist das? Organization 13. They're a bad group. Bad or good? I don't know. They're a group of incomplete people who wish to be whole. To that end, they're desperately searching for something. What? Kingdom Hearts. Funny? It's just... I think... I've been running away from the question I really want to ask. What's gonna happen to me now? Just tell me that. Nothing else really matters anymore. You are... Namine! There's no knowledge that has the power to change your fate. Even if it doesn't, I want to know. I have the right to know. A nobody doesn't have a right to know. Nor does it even have the right to be. But what is a nobody? Diz, we're out of time. Too many nobodies. Roxas. Nobodies like us are only half a person. You won't disappear. You'll be whole. I'll disappear? No further outbursts. No, you won't disappear. You'll... Wait. Roxas, we will meet again. And then we can talk about everything. I may not know it's you. And you may not know it's me, but we will meet again. Someday soon. I promise. Let her go! Namine! Naminis Zeichnung. Von Namini hinterlassene Zeichnung. Sie scheinen eine tiefere Bedeutung zu haben. Eine Karte der Umgebung. Namini ist verschwunden. Und Diz und... Der sich Anthem nennt. Oh. Aber wisst ihr, Anthem ist ja gar nicht mehr Anthem. Der ist ja... Den haben wir ja vernichtet.
Abwehrkraft und Item Boost. Was heißt Item Boost? Oh, was ist Item Boost? Erhöht den Effekt von im Kampf eingesetzten Items, die HP wieder erstellen, um 50%. Oh, nice, cool. Cool, cool. Aua. So, unten sind wir schon lang gegangen. Hier oben sind wir auch schon lang gegangen. Das heißt, hier geht's nur noch lang. Natürlich, zwei. Wie der eine immer verschwindet. Ah. Okay. Ah, die Zeichnung von Namini ist dieselbe wie auf dem Tisch. Oder es fehlt irgendwas auf dem Tisch wahrscheinlich und er zeichnet das jetzt ein. Die Kronen, die haben gefehlt. Oh. Das sieht so ein bisschen so aus wie das, wo Dis saß. High Potion. So, da können wir nicht lang. Die Tür ist durch Rohre blockiert. Okay, dann gehen wir halt hier lang. Das ist der Raum, wo Dis war. Keyblade. Shut up. Will it work? If we can maintain the simulated town until Namine finishes chaining together Sora's memories. What will happen to Roxas? He holds half of Sora's power within him. In the end, he'll have to give it back. Until then, he'll need another personality to throw off his pursuers. Poor thing. It's the fate of a nobody. Ja, so kann man die Tür auch öffnen, ne? Okay, also ist Roxas eigentlich ein Niemand. Und seine Kraft gehört eigentlich Sora.
Interessant. Und die Welt, in der er hier war, also das Twilight Town, was wir hier gesehen haben, ist nicht das Twilight Town, ja, was es wirklich gibt. Aber was ist dann das Twilight Town aus dem Schloss des Entfallens und woher kommt das? Warum ist das in Soras Erinnerung? Wahrscheinlich wegen Roxas. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich noch im weiteren Verlauf erfahren. Sieht aus wie die Daten von jemandem. Ja, von Sora. Der ja hier schläft, cool. Scheinbar. Oh. Hallöchen. Warum müssen es wieder die sein? Mag diese Simply amazing, Roxas. Axel. You really do remember me this time. I'm so flattered. Okay. Er rastet ein bisschen aus. Oh. Ja, ich bin genauso überrascht wie du. Oh, der ist auch so ein cooler Charakter eigentlich. Komm her, ich mache es alles da. Maximum AP erhöht. Leute, dieses Spiel ist einfach so geil. Ich liebe diese Kämpfe. Komm, wie cool war dieser Kampf? You get on their bad side and they'll destroy you. No one would miss me. That's not true. I would. Axel. Let's meet again in the next life. Yeah, I'll be waiting. Silly. Just because you have a next life. Oh.
Was meint er mit einem Wiedergeboren? Was ist das denn? Sieht so aus, als ob das hier irgendwo hinführen würde. Doch die Kraft der Dunkelheit verhindert das Eintreten, okay? Dass sie... Hatten wir sowas nicht? Damals in, Hollow Bastion. Wo wir gegen den Unbekannten gekämpft haben, der übrigens auch eine schwarze Kutte trug. Trieg. Hm? Kapseln? Nanu? Donald. Goofy? Donald und Goofy. Die pennen hier einfach mal. Goofy schläft hier drin. Sieht so aus, als könnte man sich immer noch, könnte man sie immer noch benutzen. Ja, okay. At last, the Keyblade's chosen one. Who are you talking to? Me? Or Sora? To half of Sora, of course. You reside in darkness. What I need is someone who can move about the realm of light and destroy Organization 13. Why? Who are you? I am a servant of the world. And if I'm a servant, then you should consider yourself a tool at best. Was that supposed to be a joke? 'Cause I'm not laughing! Ugh. My apologies. This is only a data-based projection. I hate you so much. You should share some of that hatred with Sora. He's far too nice for his own good. No! My heart belongs to me! Sora. You're lucky. Looks like my summer vacation is over. Ja, das sind sie. Denn jetzt beginnt erst das richtige Spiel, Leute. Kingdom Hearts 2 Final Mix. Jetzt fängt erst das richtige Spiel an. Ich hab ja gesagt, all das war nur Vorgeplänkel. Der Geisterzug. König Mickey. Sora. Who's there? Sora! Sora, wake up! Sora erwacht. Hm.
was some nap. You mean we were asleep? I guess we must have been, or I don't think we'd be so drowsy. When do you think we went to sleep? Let's see. We defeated Ansem. Yep. Restored peace to the world. Found Kairi. Oh, yeah. And then we went to look for Riku. I think that's right so far. Then what? What does your journal say, Jiminy? Gee, there's only one sentence. Thank Naminé. I wonder who that is. Stop Jungle is. Well, what do you say we find out where we are? Gute Idee. Gefährten wurden ausgetauscht. In die Gruppe Donald und Goofy, aus der Gruppe, ja, eigentlich Roxas, aber ja. Herrenhaus Kapselraum, okay. Ja, nice. Guck mal, Sora ist wieder da. Ist ein bisschen größer geworden, ne? Guck mal, Jiminys Tagebuch. Hier sind auch wieder alle Charaktere. Momentan nur die drei. Und ansonsten hat man aber auch noch das hier. Und das sind nicht richtig coole Beziehungen. Und hier ist dann auch schon Ansem. Mysteriöser Mann, der sich der Kraft der Dunkelheit bedient. Was sind seine wahren Absichten? Ja, das werden wir noch herausfinden, Leute. Das werden wir noch herausfinden. Aber Leute, wir können ja mit Sora spielen. Ah, jetzt muss ich hier erstmal gucken, was haben wir denn hier? Ah, okay. Okay, wir haben immer noch dasselbe ausgerüstet wie mit Roxas auch. Oder Rucksack, wie Setzer ihn genannt hat. Goofy wieder, hier Level 8, ne? Bonus-Level 4. Bonus-Level? Was heißt Bonus-Level? Na, egal. Du kannst von jetzt an den Status der Mitglieder deiner Gruppe vom Hauptmenü einsehen. Alle Abilities von Roxas und Itala wurden an Sora weitergegeben. Jiminys Tagebuch enthält Hinweise darauf, was als nächstes zu tun ist und Einträge zu vergangenen Ereignissen. Ja, was ist jetzt so zu tun? Erstmal natürlich die Truhe da hinten öffnen. Mithrilsplitter. Ich habe was zu erledigen. Ja, das stimmt wohl. Hast ja auch ewig gepennt hier. Aber Leute, ich würde das heute tatsächlich... Das ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden, Leute. Sora ist erwacht. Roxas ist verschwunden. Whatever. Egal. Sora ist zurück und wir dürfen wieder mit ihm spielen. Aber die Hose ist etwas kurz, ne? Findest du nicht auch? Aber diese riesen Schuhe sind geblieben. Fette Schuhe und stachelige Haare. Das kann nur Sora sein. Leute, für heute würde ich mich aber dann einmal verabschieden. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann beim nächsten Mal werden wir weiter schauen, was eigentlich jetzt hier Sache ist. Und ja, wir sind immer noch in Twilight Town, ne? Leute, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und tschüss.